Hey Leute, willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir haben gerade mit Jody einen kleinen Ausritt gewagt und saugen nun Erinnerungen auf. Erinnerungen, die die Soldaten hatten, als sie vom Geist angegriffen wurden. Das sind keine schönen Erinnerungen, wie ihr seht. Das sind die letzten, die sie in ihrem Leben gehabt haben. Oh Mann, dieser Geist ist ganz schön gefährlich, glaube ich. Wir haben ja schon mit ihm Bekanntschaft gemacht letzte Nacht. Ihr habt es gesehen, letzten Part. Da ist ein Degen, oder? Das ist ein Degen, genau. Dass das hier so rumliegt, einfach so. Es hat auch historischen Wert, also wenn ich das gefunden hätte, ich hätte es schon längst irgendwo abgegeben. Im Zweifelsfall gäbe es richtig gut Geld dafür, glaube ich. Komm schon! Wow, das Ding ist echt übel. Das fliegt einfach durch die Menschen hindurch und die sterben dann. Oder ich weiß ja auch nicht, wie das genau funktioniert. Ja, der Boden ist natürlich komplett zugefallen und ausgetrocknet. Gibt's hier noch irgendwas? Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass es noch ein Geheimnis zu entdecken gibt. Nur dieses Flirren in der Luft, dieses Blaue, dass ich das aufsaugen kann mit Aiden. Aber ich glaube, da haben wir Pech. Es gibt nichts mehr, so wie es scheint. Hm. Okay, das letzte Mal hieß es, ich muss wohl den gespaltenen Baum finden. Ich frag mich, wo ich den finde. Aber deswegen muss ich ihn ja auch finden und muss nicht einfach nur hingehen. Das macht ja das Ganze so spaßig. Ich glaube, ich sehe ihn schon da vorne. Ist er das? Na komm, Aschki. Aschkeks. Hm, ist er das? Nicht, dass sie so weit wegreitet. Am Ende fällt sie vom Pferd und... Ist er das? Das ist nicht der Baum, oder? Der ist nicht gespalten, der ist so gewachsen. Oh, Vorsicht, was machst du denn, Aschki? Pferd ist nicht leicht zu kontrollieren. Ich sag's euch, das ist ein richtiger Wildfang, das Ding. Da vielleicht? Nee, auch nicht. Na, der macht, was er will. Guck mal, der zieht einfach mal komplett nach rechts. Was ist denn mit dir los? Ich kenne kein Pferd, das sich so verhält. Guck mal, der macht, was er will. Also, Aschki. Ich glaube, er mag's wirklich nicht, wenn ich ihn Arschkeks nenne. Oh, guck mal, die Aussicht. Und ich habe die Kamera nicht so eingestellt. Das macht es von selbst. Die Teufelsfolge. What? Der Platz aus meiner Vision. Ach, das ist es wohl. Na gut. Dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Ich dachte, hier ging es doch um den Baum, den gespaltenen. Ach, jetzt komm, Aschki. Ach, da ist er ja, genau. Das sieht sehr abenteuerlich aus, das Ding. Guck mal, diese Felsformationen, das ist hochinteressant, finde ich. Diese Canyons. Es ist nichts hier. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Was soll ich entdecken? Was liegt da denn? Das ist einfach nur ein gesplitterter Ast. Ich wette, Aiden sieht mehr als wir. Ach, guck mal da. Oh, warte mal, was ist das hier? Das ist ein Symbol. Da ist was im Sand vergraben. Ich bin ja mal gespannt. Wahrscheinlich wieder irgendein Artefakt. Was? Ein Schädel? Das ist eine Maske. Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Sind das die fünf Ahnengräber quasi? Sie wurden umgebracht. Die Existenz.
Danke einmal. Aha. Überall dieselben Schmuckstücke. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Ein Kind? Ah, Leute, mir fällt gerade was auf. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Genau, Leute, das... Hilf mir, Aiden. Gut, das wusstet ihr jetzt vielleicht nicht. Was passiert ist. Ich halte ja schon die Klappe. Nee, das wusstet ihr jetzt vielleicht nicht, aber diese Decke, ich habe sie wiedererkannt. Das hat die alte Frau auf den Beinen liegen, diese Decke. Ich habe es beim Nachspielen gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn es gestern gewesen wäre, aber eben durchs Nachspielen wusste ich das. Ach so. Das ist die Großmutter. Vielleicht hat sie den Talisman. Das ging alles viel zu schnell. Ich habe es nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Das ist sehr interessant, was, dass das immer noch so leuchtet. Das wundert mich. Na gut, es könnte ein Mensch sein, oder? Ebenso sah es aus wie ein K, aber es könnte einfach ein Mensch sein, der ihm den Kreis gezeichnet wurde. Na gut, ich reite mal zurück. Aschki, da. Ob schneller geht, wenn ich gerade ausreite, oder soll ich... Ach so. Och nein. Ich bin einmal im Kreis. Ich wollte gerade schon sagen, wahrscheinlich komme ich jetzt genau zurück, wenn ich hier lang reite. Oh Mann. Schon wieder dieser Sandsturm. Ich glaube, langsam ist wirklich Gefahr im Verzug. Wir sollten uns beeilen und das Ganze bereinigen irgendwie. Diese ganze Geistergeschichte. Ansonsten passiert noch was Schlimmes mit der Familie, glaube ich. Oh. Und schon hat es uns erreicht. Ah! Was ist passiert? Wir kamen mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus, Papa! Hol den Wagen! Oh nein. Er springt nicht an, Jay! Er springt nicht an! Oh, die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Oh Mann, der sieht ja schlimm aus. Wir müssen zur alten Frau. Wie hieß sie nochmal? Sassi, Sisa. Um die Decke. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Ich hab's gewusst. Der fünfte Talisman. Hoffentlich hilft das jetzt. Ne, mal was so. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen. Jedes Detail behalten. Oh Leute, das ist ein Riss.
Sie haben einen Riss geöffnet, so wie die Wissenschaftler in Abteilung 4. Sie riefen Yeizo her. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Yeizo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus, huh? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hat. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lange keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Oh Mann, was soll ich denn tun? Soll ich jetzt Kreise auf den Boden malen oder soll ich... Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Okay, das kriegen wir hin, Jody. Das kriegen wir doch hin. Aber wie will sie die Zeichnung machen? Das kann ich mir nicht vorstellen, okay, wie das gehen soll. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Schnell Benzin. Och Jungs, ihr könnt auch mal mithelfen. Das Nageln bringt eh nichts im Moment. Das hat doch keinen Sinn. Die kommen so oder so durch. Die haben letztes Mal schon fast das Haus eingehämmert. Oder beziehungsweise Yeizo. Na komm. Ich würde da nicht so nah ran. Das ist Benzin. Was zur Hölle? Schau mir. Ich weiß, was ich tue. Wir müssen sofort alle rein. Der Sturm wird gleich hier sein. Lass ihn machen, Jay. Shimasali, du kannst helfen? Ein Stock, Jody. Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen. Oh Mann, komm schon. Oh Jungs, das bringt nichts. Helft mir lieber. Okay. X. Das war's. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Ja, an jedem Ankerpunkt, genau. Dort, wo die Linie den Kreis berührt. Ja, das ist genau richtig. Okay. Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben meinen Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein. Wir sind nur zu viert. Und fünf Talismane. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Ja komm, Aiden, er ist doch eine Seele. Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir doch alle drauf. Aiden ist doch eine Seele. Was? Uns fehlt noch eine Seele. Das war's. Jawoll. Wir haben die fünf Seelen. Shimasani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an. Hier. Oh. Danke dir, du Dreckvieh. Nein,
mit dir! Und rein mit dir! Wow, war das cool! Wow, Leute! Oh, die arme Frau. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, Jody geht's gut. Jody! Oh Mann. Aber sie hat sich geopfert für ihre Familie. Das ist, glaube ich, ein ehrenvoller Tod. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Was ist mit Paul? Für uns ist es geweihtes Land. Ja, ich hoffe, Paul geht's gut. Ich meine, Ashki will wieder nicht. Ashki, gehst du jetzt? Na komm. Der ist aber auch störrisch. Der bleibt einfach mal stehen. Ich muss immer wieder so ein bisschen anschicksen, dass er weitermacht. Aber was für ein Sprung jetzt wieder. Ich hätte gar noch so ein bisschen die Nachwirkungen davon erlebt, was denn noch geschehen wäre, aber... Das wurde uns leider nicht vergönnt. Trotz allem fand ich das eine ziemlich spannende Aktion eben. Also ich hatte leichten Schauer auf dem Rücken. Schon sehr gut gemacht, das Ganze. Und wieder mal fällt mir auf, überall wo Jody hinkommt, hilft sie den Leuten mehr oder weniger. Zum Beispiel Stan und seiner Truppe. Jetzt hier. Sie ist schon eine gute. Alles gut, Arschkeks. Jetzt müssen wir die Oma beerdigen. Ich find's halt schade, aber... Naja. Lieber so, als für nichts zu sterben, finde ich. Boah, sieht das toll aus. Wie das Licht von oben reinfällt. Ach, die anderen sind schon da. Na gut. Heißen diese Speere, dass da überall jemand begraben ist, oder? Oh, Paul ist nicht dabei. Oh nein, oder? Oh Mann, die haben es beide nicht geschafft. Das ist traurig. Eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Ist das wirklich meine Schuld? Hätte ich ihn retten können? Oder sagt sie das einfach nur so, zu sich selbst? Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, hätte ich was tun können?
Könnt ihr mir gerne mitteilen. Ich meine... Oh, verdammt. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe bei der Aktion mit dem Haus nicht alles ausprobiert. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Liebe Leute, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle trotzdem. Morgen geht's ja weiter. Ich würde mich trotzdem sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung abgebt auf das Video. Schreibt mir noch was Nettes, was ihr dazu denkt, zu der ganzen Sache. Ich denke aber, es war etwas Gutes. Wir haben zumindest die Jungs retten können, ansonsten wären wohl alle gestorben. Sehr tragisch. Naja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei, Leute, wenn es heißt Beyond Two Souls.